Ist es nicht eine Freude? Kollegen aus der Oberpfalz habe ich hier und ich bin so froh, dass ich das richtig sage, denn da sind die Oberpfälzer ein bisschen heikel. Deswegen auch die Brotzeit, die kommt nicht aus der Oberpfalz, sondern sagen wir aus Oberbayern, aber das ist noch genehm. Ich begrüße die Troglauer Burden. Grüß euch. Servus. Habe dieri. Alle Fans wissen natürlich, sie sind normalerweise zu sechst, aber wir haben ihnen geschrieben, sie sollen nur die drei Hübschen bringen und jetzt sind sie da. Der Domme, der Roy und der Willi. Schön, dass ihr da seid. Servus. Manda, ihr habt ein neues Album mitgebracht und bevor wir zu dem kommen, weil es ist wirklich ein lässiges Etikett für wie die junge Volksmusik heutzutage klingen sollte, reden wir ein bisschen über, wie entsteht was wie die Troglauer Burben. Ich glaube, das war mal ganz was anderes. Und 2004 für einen Gig geplant. Sommel. War tatsächlich so. Also wir haben eigentlich alle so Rockmusik vorher gemacht, haben uns gekannt, weil wir im gleichen Proberaum sind. Und bei uns am Ort hieß es dann, es war Sportfest, wir brauchen für den Sonntagabend nur Musik. Aber es muss was Bayerisches sein. Und ihr müsst uns helfen, wir haben nichts gefunden, wir brauchen eine Musik. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, eigentlich spielen wir Rockmusik. Müssen wir ihnen helfen, ein bisschen was Bayerisches bringen wir zusammen. Ich habe Akkordeon gelernt gehabt, jeder hat ein wenig was noch Kind. Haben wir gesagt, das probieren wir mal. Ja, und dann hat sich halt die Volksmusik hat sich sehr rockig angehört. Und ein paar so Rocksongs haben wir versucht ins Volkstümliche zu übersetzen. Und raus kam dann die Heavy-Volksmusik und es hätte tatsächlich nur für einen einzigen Auftritt stattfinden sollen. Kam aber dann wieder erwarten, so gut an, dass dann ein zweiter Auftritt kam und dann ein dritter. Und jetzt sind es 11 Jahre, wo wir mit Troglauer unterwegs sind. Kann man sagen, die Rockbands müssen ein bisschen zurückstecken oder macht ihr nebenher jetzt die anderen Projekte auch noch? Die anderen Projekte gibt es nicht mehr. Wir sind 100% Troglauer jetzt. Die Volksmusik hat sich wieder mal durchgesetzt. Wobei man dazu sagen muss, wenn man auf eure Konzerte geht, das ist ja nicht Volksmusik im volkstümlichen Sinne, sondern das ist Party mit einem gesunden Schuss Heimatbewusstsein. Ja. Ein Album von euch heißt ja Geboren in Troglau und ich glaube, das ist kein Fake. Den Ort gibt's wirklich, oder? Den gibt's wirklich, ja. Und ich muss jetzt auch leider zugeben, keiner von uns ist aus Troglau. Das jetzt ist es aus, der Skandal. Wir sind eine Aufdeckersendung. Wir wollten ja schon lange mal einen Skandal. Jetzt habt's ihn. Es heißt, ihr seid um Troglau herum geboren. Genau. Und in Troglau ist tatsächlich nach wie vor unser Proberaum und dadurch der Name Troglau. Irgendwo habe ich mal gelesen, der schaut aus wie ein Kuhstall. Es ist einer. War das davor schon ein Kuhstall oder erst seitdem ihr drin probt? Beides. Nein, es war ein Kuhstall und wir haben den vor zig Jahren, als wir mit den anderen Bands geprobt haben, ein wenig halt hergerichtet, sauber gemacht und seitdem sind wir da drin. Und wir nennen den auch dementsprechend Mubarak. In Anlehnung an einen ganz erfolgreichen Politiker. Ja. Oh ja. Ich muss jetzt dann natürlich jetzt schon noch einhauchen. 2004, gut, eine Gag-Geschichte, zwei, drei tolle Jobs und man denkt sich, du, das war jetzt aber ein Spaß. Wann kommt plötzlich dieser Gedanke, das vielleicht ein bisschen auf professionelle Beine zu stellen und vielleicht sogar ein Album zu machen? Also bei uns war so der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns entscheiden. Die Ariola ist auf uns zugekommen. Sony Ariola hat gesagt, ihr kriegt von uns einen Plattenvertrag. Die waren da mal da, haben sich das angeschaut, was wir da so treiben auf der Bühne und haben dann gesagt, naja, so schlecht ist das nicht einmal. Und haben uns einen Plattenvertrag angeboten. Und dann war für uns jetzt so die Grenze, ja, was machen wir jetzt? Machen wir es richtig oder machen wir es nur so nebenbei, neben Berufen und neben anderen Bands? Und da haben wir das große Glück gehabt, dass alle gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Chance, jetzt probieren wir es. Und alle ihre Jobs gekündigt haben und alles auf die Troglauer gesetzt haben. Wahnsinn, ja, aber das ist aufgegangen in dem Fall. Also das ist, die Zahl ist gekommen offensichtlich in einem Musikantenrollett. Wir können es immer noch nicht glauben, aber es macht nach wie vor Spaß. Das ist das Wichtigste und funktioniert. Und es sind immer nur ein paar Leute, die uns hören wollen. Ja, es sind ganz viele, darüber werden wir jetzt gleich weitersprechen. Aber eines muss man natürlich schon dazu sagen. Wenn man alles auf eine Karte setzt, einen Plattenvertrag bekommt und dann noch das Glück hat, dass vielleicht ein Hit dabei ist, dann hat man natürlich besonders gut lachen. Und genau das ist den Troglauer Burben passiert. Und den Hit, den hauen wir jetzt unseren Gute-Laune-TV-Zusehern um die Ohren. Der Haberfeld Treiber. Hier sitze ich in der Botschaft der Oberpfalz mit den Botschaftern. Nee, wir sitzen schon in München, aber mit den Botschaftern der Oberpfalz. Denn diesen Titel hat euch wer überreicht?
Der damalige Ministerpräsident von Bayern, der Herr Beckstein war das, und der ist tatsächlich zu uns in die Oberpfalz gekommen und hat uns ein Mordstrom-Zertifikat ausgehändigt. So ist es. Wir sind offizielle Botschafter der Oberpfalz, ernannt vom Beckstein damals. Was ihr auch noch seid, ist die, sage ich jetzt mal, offizielle Musikantengarde von einer der erfolgreichsten Skifahrerinnen aller Zeiten, Maria Höfel, leider schon verheiratet. Riesch, wie ist es da dazu gekommen? Wir waren schon immer Skifahrerwilde und haben die Maria eigentlich aus dem Fernsehen immer gekannt, sind dann mit ihr in Kontakt gekommen und haben gesagt, Mensch, wir haben damals einen Song gehabt, Mama Maria Riesch, Mama Maria Riesch, und da sind wir da in Kontakt gekommen und das hat ihr super gefallen. Und dann haben wir eben nochmal einen Song für sie geschrieben und ja, seither sind wir in sehr guten Kontakt, durften auch schon ein paar Mal bei Rennen dabei sein, damals in Schladming, Goldmedaille, und wir waren live vor Ort, haben für sie dann musiziert, das waren schon Erlebnisse, sagen die, ja. Und natürlich jetzt das neue Album, wer hätte es gedacht, muss auch ein Erlebnis sein, wenn man plötzlich sich in den deutschen Charts unter den Top 30 wiederfindet. Das ist ja eigentlich für eine Spartenmusik, wie ihr sie macht, so muss man sie ja nennen, schon ein Riesenerfolg, oder? Ja, für uns absolut. Immer wieder unglaublich und wir sagen immer wieder, wer hätte es gedacht. Ich glaube, wir haben sogar ein Lied von Wer hätte es gedacht jetzt vorbereitet und in das hören wir jetzt rein. So klingen also die Troglauer Buben. Anno 2015. Die musikalische Reise der Troglauer Buben ist noch lange nicht zu Ende. Das Gefühl hat man zumindest, wenn man das neue Album Wer hätte es gedacht anhört. Dommel, erklär bitte jemanden, der diese Randgruppe der Menschen, die noch nie was von den Troglauer Buben gehört haben, was kann man sich auf dem Album erwarten? Wonach klingt es? Schwierig zu erklären. Die Troglauer Buben ist eher ein Phänomen, das man ganz schwer erklären kann. Die CD klingt, ich würde sagen, nach Heavy Volksmusik. Das ist eigentlich so das Thema, was wir uns auf die Stirn geschrieben. Es sind Balladen drauf, aber es sind auch schöne, knackige Partynummern drauf. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen die Leute zum Singen, zum Mitklatschen bringen. Und so in die Richtung haben wir die CD konzipiert. Nachdem man sagen könnte, ihr seid zufällig in die Karriere hineingestolpert, besteht ja immer die Gefahr, dass man auch zufällig mal wieder herausstolpert. Habt ihr einen Plan, wie es bei den Troglauern weitergeht, oder schaut ihr einfach, wie lange euch die Welle trägt? Ja, haben wir einen Plan? Naja, manchmal. Meistens haben wir keinen. Ich wollte sagen, haben wir schon mal einen Plan gehabt. Apropos Plan, dazu müssen wir auch noch kommen, weil ihr habt gehört, du hast ja einen lustigen Spitznamen, der langhaarige Bombenleger. Ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Ich glaube, es hat was mit deinen Haaren zu tun. Und man hat gehört, du seist einer, der wohl, also du hast Auszeichnung bekommen für einen der unsichersten Tourbusfahrer. Gibt es da eine Geschichte dazu oder ist es einfach eine Lüge? Es ist einfach eine Lüge. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, wie dieses Gerücht zustande kam. Ich bin eigentlich, das muss man jetzt mal, die horchen jetzt mal weg, mit einer der sichersten. Also er fährt sehr sicher, ich, und dann kommt lang, lang nichts. Von dem her weiß ich nicht, wie die da drauf kommen. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Lebenserfahrung, die sich selber als sichere Fahrer empfinden, sind meistens für die anderen sehr unsicher. Vielleicht liegt es daran. Ja, ich sage immer schnell und sicher, die anderen sagen schnell unsicher. Ich weiß ja, was gemeint ist. Auf jeden Fall müsst ihr sicher ans Ziel kommen, weil ihr habt auch dieses Jahr wieder so an die 100 verschiedenen Konzerte, alle in einer richtig großen Abteilung. Das heißt also, da sind wir schon im oberen Stockwerk der Heavy Volksmusik. Wo kann man das alles lesen, dass man ja kein Konzert von den Troglauer Buben versäumt? www.troglauerburm.de, da steht alles drin, und am besten auf Facebook reinklicken und liken, dann kriegt ihr alles mit, was von den Troglauern Neues gibt. Du, da kann man euch nur wünschen, dass es euch in Zukunft so weiterläuft und dass wir vielleicht in 10 Jahren schon über 20 Jahre Troglauer Buben sprechen. Das würde mich sehr freuen. Ja, ja, unbedingt. Würde uns genauso. Ich habe noch was zum Schenken für dich da. Und zwar, wenn jetzt dann das Bier kommt, die original Troglauer Buben Bierdeckel. Ja, cool. Wir haben eine Autogrammkarte für dich. Oh, das ist aber echt eine Karte. Ja, aus Metall, weil Papier wird immer gern. Ich weiß gar nicht, ob man die auf Österreich rausführen darf. Heavy Metal, cool, Volksmusik. Und ich weiß, du hast noch so einen alten Plattenspieler da. Genau. Vielleicht brauchst du da mal was zum Reinlegen. Spitze. Und du, dann vielen herzlichen Dank. Ja, spinne. Ein paar schöne Bilder, Troglauer Buben Erotik, oh, 2015. Nicht. Alle angezogen. Ja, das ist ja super. Übrigens, über all diese Sachen
erfährt man natürlich auch auf der Homepage, wie man dazu kommt. Ich brauche gar nicht mehr auf die Homepage zu gehen, denn ich habe sie jetzt schon bekommen. Liebe Freunde, danke, dass ihr da wart. Wir lassen uns jetzt gleich die Brotzeit schmecken. Und zwar nicht an der Bar, sondern hier am Tisch. Aber wir haben noch einen schönen Song für euch. Der heißt Alles klar an der Bar und ist eine Après-Ski-Hymne aus dem heurigen Jahr von den Troglauer Buben. Und wisst ihr, was wir mit den Troglauer Buben an der Bar meistens singen? Unsere heimliche Lieblingshymne. Und wir bitten euch jetzt einzustimmen. Und irgendwann wird unser Regisseur dann sagen, Video ab. 1, 2, 3, 4. Troglauer Buben, Troglauer Buben, wir sein alle Troglauer Buben. Troglauer Buben, Troglauer Buben, wir sein alle.